Was ist das denn? Schieße gerade mit einer Panzerfaust? Warum will der mit einer Panzerfaust schießen? Der nässt sich gerade ein. Tja, und da sind unsere lustigen Kameraden wieder. Ist jetzt Freund oder Feind? In einem engen Raum Panzerfaust auf ihn drauf. Bringt gar nichts. Vier Raketen richten ganz schön wenig Schaden an. Ja, weil die ganze Sprengkraft aufgesaugt hat. Ja, aber von der Streuung her müssten mindestens zwei daneben geschossen haben. Aber es geht um die Sprengkraft. Wenn es Bumm macht und er die komplette Blätter Flamme einsaugt, dann ist ja alles weg. Sag mal. Hier gibt es ja so gesehen nicht viel Schaden. Da wir vorher von Supermenschen geredet haben, wie war das mal? So funktioniert eine Sprinkleranlage. Das sind locker 300 Grad drunter und diese löst nicht aus, aber man schießt einmal mit einer Kugel drauf und schon löst sie aus. Interessante Funktion von einer Sprinkleranlage. Funktioniert aber nicht frei. So eine schwere Verletzung. Perfekt. Ist da irgendwas? Haben wir hier blaues Blut? Ja, anscheinend hat sich ein bisschen die Farbe verschoben. Von was? Von wem? Ich hoffe, es liegt hier an unserem hier Mr. XF.
Ja, liegt auch an dem. Also, liegt eindeutig an Snake. Ich glaube, durch die Schmerzen hat sich das verschoben. Das war ja, wo er sein Ding eingeknackst hat. Nicht schon vorher. Also, ah, jetzt kommt die Farbe wieder zurück. Au, oh, das weh, Mann. Ich nehme auch mit. Komm ich die Knarre? Mehr als offensichtlich, was? Ja. Hey, das ist unser cooler Freund. Wie nennen wir ihn? Keine Ahnung, Voltron 2. Das ist extrem schwierig. Ich glaube nicht draufdrücken, sondern berühren. Hä? Ey Leute. Small. Das ist gerade ziemlich schwierig, weil er nämlich gerade eben, als ich in Deckung war, als ich raus wollte, hat er das nicht angenommen. Ja, weil er noch die Ecke im Blick hatte. Was ist doch los sowas? Weil es zeigt ja immer Aktion nachladen und das heißt, ich muss einfach irgendeine Taste drücken. Weil in Deckung geht automatisch. Tja. Ich drück keine Taste. Weil er es jetzt halt automatisch macht, schätze ich jetzt mal. Aber ich glaube, die ist cooler. Nur gerade sagen, besser zum Kopf schießen. Ja. Davon bin ich eh mehr der Fan. Hat er einen Hunger? Das passt so aus. Irgendwas geht mit denen noch schief, oder? Er hat einen Auftrag, ein komplettes das Haus, das Krankenhaus halt abzureißen. Also, abreißen in Anführungszeichen. Alle Leute zu töten. Interessant, wo, achso, kurz da. Den Schalldämpfer her. Und da abgeschraubt. Es liegt ja sonst nichts rum, was man schmeißen könnte. War ja klar. So gehört sich's. So gehört sich's. Kein komisches Reflexkack, den wir hatten, wo wir gespielt haben. Der deckt dich bis direkt am Arsch. Ist doch gut, oder? Oder nicht? So gehört sich's bei Metal Gear, oder nicht? Ich hab dagegen gesagt, aber was muss ich jetzt überhaupt machen? Ich schätze mal unten die Halle clearen, oder? Ich schätze ja. Gibt's hier auch Deckung oder so? Offensichtlich nicht. Deswegen hast du auch einen fucking Schalldämpfer. Naja, nicht mehr lange. Ich hoffe, man kann Schalldämpfer sammeln. Dass man so 5 Stück haben kann und so. Wie Metal Gear Solid 3. Ein Schalldämpfer ist doof.
Der ist nämlich schnell aufgebraucht. Wo ist der letzte? Irgendwo hinten guckt er rum, glaube ich. Dann lauf doch hin. Jump da runter. Scheiße. Oder auch nicht. Ich brenne. Ja, bist du brutzeln. Schadet, glaube ich, nicht. Ich glaube, es schadet sehr. Wobei ich den Pisser einfach nicht sehe. Dann rennt doch nochmal runter und schaut, dass du nicht ins Feuer läufst. Oder seitlich runter. Da ist ja die. Geländer kaputt. Da ist er. Schwere Geburt auf jeden Fall. Ja, du hast ihn echt nicht gesehen, hey. Muss man nicht sagen, du hast ihn sofort gesehen. Na klar, habe ich ihn sofort gesehen. Richtig. Unser Freund ist weg. Schauen wir mal, ob wir irgendwo hier noch Schalldämpfer auftreiben können. Welche Waffe wir nicht. Ich glaube nicht. Wo ist der Typ eigentlich gestanden? Hier, ne? Keine Ahnung. Ist auch der fucking Prolog. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Waffen jetzt noch brauchen. Irgendwas ist mit dem komisch. Oh, ein Panzer. Cool. Shit. Ja. Eindeutig vom Psychos Vorgänger. Oder vielleicht ist es sogar Psycho. Selbst. Nee, irgendwas ist da anders. Aber warum verteidigt sie ihn? Er sagt, dass sie ihn verteidigt. Hä? Er sagt, dass sie ihn verteidigt. Ach so, sie könnte ihn tatsächlich verteidigen. Aber der Feuertyp ist auf jeden Fall nicht auf seiner Seite. Ich sag, das ist Vol'jin. Was ist das? Der ist Vol'jin. Du hast ja das The Metal Gear Anatologie zu Hause und kein einziger Teil gespielt, also. Tja, kann man nichts dran erinnern. Also meine Zuschauer wissen, wer das ist. Schmolzen wieder rausgeschossen.
Hat sehr viel Sinn, muss ich schon sagen. So, schauen wir mal kurz. Waffen. Oh. Doch Zufall richtig gelaufen. Der Heli, der vorher abgestürzt wurde, ne? Und der Panzer, der unbedingt rein will, das verstehe ich nicht. Ja, yeah, Helikopter-Action, yeah! Oh, jawohl. Yum. Ja. Genau. Der Panzer schießt auf den Typen, ihr seht's richtig. Er schießt die Kugel einfach zurück, zusammen mit den ganzen anderen Kugeln. What the fuck? Oh, Alter, rammt den auch noch. Das hab ich voll so vergessen. Ja, unsere Zeit zu fliehen. Aber sowas von. So schnell wir können. Was? Alter. Ja, da fliegen wir erstmal ein gutes Stück. Weil der Panzer wieder geschossen hat und dann. Nee, ich glaube eher, der Panzer ist explodiert. Ja, das kann auch gut sein. Ja, ich würde auf jeden Fall die Hand am Controller lassen, ne? Der Prolog ist noch nicht vorbei, ne? Wahnsinn, du tust so meisterlich steuern. Und jetzt schießt er auch noch so geil. Du machst denn die gute Kamera? Ich tu gar nichts. Hallo. Ach so, okay. Na toll, das ist voll versagt. Boah. Nicht schlecht. Oh, der lädt wieder einen Angriff an. Auf. Noch kann ich nichts tun. Boah, shit, Mann. Der ist viermal so schwer wie wir. Eigentlich extrem unlogisch, dass wir die Kugeln, die geschmolzen waren vor allen Dingen, nicht abbekommen haben. Und geschmolzene Kugeln haben wir überlebt. Ne, sie sind ja nur angeschmolzen. Hey, da fliegt was. Alter, cool, das war direkt vor uns. Was ist das? Ein Flugzeug? Ein UFO? Nein! Das sind Menschen. Und Autos. Und Feuerwehrautos. Läuft, er kann äußerst präzise schmeißen übrigens. Wollte nur mal sagen. Und, oh fuck, da ist ein Helikopter. Sorge, dass du sowieso schon kaputt ist, hat jetzt direkt nochmal einen Treffer bekommen. Sah ja kurz so aus.
Jetzt ist der Typ doch gestorben, oder was? Sah jedenfalls so aus. Glück gehabt, dass da so ein Erdspalten-Ding war, ey. So direkt am Arsch gewesen. Weißt du, was drin war? Ja, dass wir so einen Hügel hatten. Dadurch war Snake unten. Naja. Na, heißt der jetzt halt anders? Ahmed oder so? Ahmed? Ahmed heißt er doch. Oder? Jo. Genau, wir haben einen neuen Namen bekommen. Der ist Ahmed. Und ja, wir sind in Zypern, im Dorfrand von Xylotymbo. 11. März 1984, 3.07 Uhr. Kriech um dein Leben. Kriech. Tja, Psycho oder wer auch immer das sein soll, rettet uns. Hoffe ich doch jetzt mal. Dankeschön. Aber die haben uns auch vorher die ganze Zeit geholfen, nur der Feuertyp ist irgendwie enraged auf uns. Vielleicht missverstehen wir den auch irgendwie. Das. Fucking, meine Freunde, ihr seht's richtig. Das ist ein Feuerwal. Ein fucking Flammenwal. Woher kommt der denn? Ach ja, er reitet auch auf einem Pegasus. Warum nicht, ne? Hey, den kennen wir doch. I'm on your side. Hurry. Hurry. Na, wir haben keine Wahl, ihnen das nur zu vertrauen. Ja, nein, nicht so viel. Du musst warten, bis er in der Nähe ist. Das ist eine Schrotflinte. Und nach den 25 Schuss hast du nichts mehr. Da kommt der. Kommt der angeritten. Der apokalyptische Reiter. Schrotflinte, auf solche Entfernung brauchst du keine Treason. Das ist die Streuung zu groß. Ich finde ja cool, dass unsere Muskeln inzwischen so intakt sind, dass wir uns sogar auf dem Pferd halten können, ausbalancieren können und sogar schießen können. Das läuft bei uns auf jeden Fall. Oh nein! Oh nein! Das war's! Verkackt! Oh, doch nicht. Ja, wenn ich auf ihn drauf schieße und er sich trotzdem nicht weiter entfernt, dann ist... Keine schon fast so. Oh, Blitze kommen auch noch. Oh, super. Boah!
Da hat uns einmal ordentlich einen Blitz eingeschlagen. Was? War das Zufall? Klar. Genau dort ist der Blitz eingeschlagen. Das ist Zeit für Mist. Erwachen, ja, wir sind mit dem Prolog durch. Codename Chick. Feindlicher Alarm, 16 Treffer eingesteckt. Kopfschüsse, genau 77%, das ist immer doch was. Ja, ist doch super. Kein Reflex hat uns nochmal 10.000 Punkte gebracht. Plus noch bei 5.000. 15.000 Punkte haben wir nur durch. Ja, ich habe halt einen feindlichen Alarm ausgelöst, das heißt, wir hätten sie alle auch ohne Alarm töten können. Deswegen hattest du den Schalter verloren. Ja, wir haben einen aktuellen Heroismus von 800. Aha. Das Spiel jetzt gespeichert? Ups. Gut, dann würde ich sagen, wir hören jetzt hier fürs Erste auf. Und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter. Was passiert? Wir sind, ertrinken wir oder werden wir vom Blitzen gegrillt? Oder irgendwas anderes? Na egal. Blitzen gegrillt? Ich glaube eher, wir werden von dem Einhorn. Feuer mit Wasser wohl eher nicht. Mit dem Einhorn gegrillt. Nee, eher von den Blitzen werden wir gegrillt. Ja, aber irgendwann müssen wir auch was wieder raus, oder? Naja gut, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, das Spiel hat gespeichert. Ich denke schon. Und ja, ciao. Start.